Ja moinsen, meine Bruts, und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind kurz davor, zu Kyra zu kommen und lassen uns das nicht nehmen. Wir machen unseren Weg natürlich weiter wie gehabt. Wir versuchen, die Gegner zu klatschen, die uns in den Weg kommen. Und mal gucken, wie viel uns hier noch fehlt. Wilde Winde, was ist das? Ist das ein neues Zelda-Spiel oder so? Keine Ahnung. Bruder. Ich komm nicht weiter. Ach du Scheiße. Vor allem, der Gegner wird davon nicht betroffen, oder? Nö, der kann stehen bleiben und das juckt ihn gar nicht. Okay, cool. Ja. Das ist so kacke, Alter. Ich find's unfair, muss ich ehrlich sagen. Ich find's unfair, dass ich eh schon rechts spawne und Schwierigkeiten habe, überhaupt nach links zu kommen. Und der Gegner, dem juckt das gar nicht so. Der ist davon gar nicht betroffen. Ist halt auch schon... Okay, jetzt bin ich links gespawnt, okay. Ich find's ein unfaires Handicap, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah. Klar kann ich halt immer irgendwie dann doch den guten treffen. Ich kann nichts dagegen. Vor allem, ich habe meinen Smash dann links gemacht. Ich habe den B seitlich gemacht, nicht den den B nach oben. Ich habe nicht meinen Rettungsmove gemacht. Aber willst du dagegen machen, ne? Naja. Kann man von dem Spiel aber auch nichts erwarten dann in der Hinsicht, ne? Klar, vielleicht hat er weniger Prozente als ich, also vielleicht ist er halt schneller zu besiegen, keine Ahnung, ja. Er startet mit weniger Prozenten, dementsprechend ist er leichter zu besiegen, aber ich meine, trotzdem, gleiches Recht für alle. Da wäre es mir sogar lieber, wenn er auch mit 120% startet und beide das Problem haben, nach links zu rutschen oder ne, zu fliegen. Finde ich halt schon fairer. Aber ich muss dem Spiel lassen, cooler Background, Skyward Sword, geile Sau. Hat auf jeden Fall was. Was ich aber auch nicht schlecht fände, wenn Skyward Sword auch irgendwann mal auf die Switch kommt, ne? Habe ich ja auch schon so oft drüber geredet. Weil das bisschen fast hinten raushängt. Danke sehr. Boah, nervt das rum, ey. Ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. So viele Ass- und Legendengegner, die ich im letzten Part wegfegen musste, ey, das war nicht normal. Superstern. Okay. Also ich hoffe, ich komme gleich weiter nach links. Also ich hoffe, hier geht noch ein Weg weiter. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Ass-Gegner, Superstern, Rosalina und Luma. Bei hohem Gegnerschaden, Unverwundbarkeit für Gegner... Erhöhte Katapultierbarkeit für alle und Ultra Smash, ja, lädt sich natürlich schneller auf, klar. Nice. Das ist Fairness. Geil, Alter. Wunderschön. Vor allem, das ist einfach die gute alte N64 Mario Brothers Stage, Alter. Richtig geil. Lol, ich bin verwundbar? Ja, warum das denn? Nee. Herr Lol. Beide unverwundbar? Ja. Natürlich ist die jetzt auch wieder unverwundbar. Ach, bitte. Das heißt, ich muss ihr halt die Sterne wegschnappen, da, bevor sie sie nimmt, ja? Lol, Luna ist verreckt, aber ich glaube, Luna kommt eh immer öfters zurück. Kann das sein? Jetzt hat sie sich den schon im Sprung geschnappt, obwohl man ihn gar nicht sehen konnte, ne? Ist... auch richtig geil. Hallo? Junge, es ist doch so unfair, Alter. Vor allem, wie auch immer die Sterne zu ihren Gunsten fliegen. Also nicht immer, aber immer öfters. Jetzt habe ich mal Glück gehabt, aber... Boah, Bruder, ey. Zum Glück hat die nicht ihren Ultrasmash eingesetzt. Die Schweinesau.
Ersttrefferbonus. Unverwundbar, bla bla. Was steht da jetzt? Hallo? Hauen sie raus. Macht kurzzeitig unverwundbar, wenn du den ersten Treffer landest. Was heißt den ersten Treffer? Den ersten Treffer im Match? Oder wie ist das gemeint? Ich weiß es nicht. So, hoffen wir, dass wir hier links weiterkommen. Wie schaut's aus? Oh mein Gott, ja. Und wir müssen gegen die Meisterhand kämpfen. Ja, moin! Aber ich glaube, damit ist es nicht getan. Weil ich glaube, links müssen wir auch noch so ein Siegel brechen, oder? Weil guckt mal da links. Oder gibt es nicht mehrere? Weil ihr seht ja, da links ist ja auch noch so eine Treppe. Und ich glaube, da wird auch die Meisterhand warten. Ich hoffe es nicht. Gucken wir mal. Meisterhand, auf geht's. Let's go! Final Destination Stage. So muss das sein. Und das gute alte Intro. Geil, Mann. Ich raste aus. Mal gucken, wie wir die Meisterhand am besten besiegen können. Schade finde ich es hier, dass es hier nicht so ein, dass wir hier nicht irgendwie Two oder Free Stock haben, dass wir halt beim, ja, Tod halt eben rausfliegen. Das ist schon schade. Das heißt, bei dem Tod bist du halt direkt weg, sondern, ja, das ist halt das Problem. Ich meine, wir haben ja auch schon fast die Hälfte abgezogen, ja. Nice. Oh, sie ist K.O. Ja, geil. Das war's dann wohl für dich. Okay, und wir haben... Ja gut. Oh Gott, was ist das denn für ein Move? Okay, einfach hinter der Hand bleiben, dann passiert uns nichts. Oh Gott, Junge, ich wäre fast runtergefallen. Wie die mich greifen wollte. Oh, der gute alte Raketenwurf, den man schon aus der N64-Version kennt. Und das war's dann wohl für sie. Oder war das denn alles? War das alles oder kommt da jetzt noch mehr? Das war's. Okay. Und was ist das für eine Verarsche? Wir haben die Meisterhand gar nicht freigeschaltet. Ja, was ist das denn? Ich komme hier hintergangen vor. Ich hätte die Meisterhand gerne als Charakter gehabt. So, hier, verrecke. Mach weiter deine verdammten Sterbe-Animationen. Wie schaut's aus? Kommen wir jetzt zu ihr rüber? Wir kommen zu Kyra. Alles klar. Auf geht's. Versuchen wir's. Ich habe noch nie gegen ihr gespielt. Ich kenne ihr Schema nicht. Ich sehe nur, dass die Stage verdammt klein ist. Ui. Das ist eine Sonne? Was ist das denn? Es ist einfach so ein, ja, es ist, was heißt Sonne? Es ist halt so eine Kugel, ne? Ja, moin. Oh Gott, das sind diese... Ja, genau, Alter. Man kennt's. Laserstrahlen? Ah, okay, cool. Komm, egal, weiter drauf hämmern. Wir haben ja auch schon gut was abgezogen und wir sind, ich will nicht sagen, gerade mal bei 62%, aber... Komm schon! Lol, was ist das denn? Wer ist das? Müssen wir gegen den kämpfen? Hat er explodiert, oder? Ja, er explodiert. Ich weiß nicht, was das gerade eben für ein Charakter war. War das irgendwie... War das Link? Oder... Weiß ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ja, genau, ey. Na gut, ich glaube, das schaffen wir jetzt beim ersten Mal nicht mehr. Da guckt sich mal, wie viele Prozente wir schon haben. Ich habe vielleicht auch ein bisschen palavert. Gerade in der Mitte, wo die Sonne halt hinten hing. Ne, da werde ich jetzt einfach ausweichen. Scheiß doch auf den Gegner. Ich meine, machen wir Kyra Oh Gott, nein. Warum kann ich mich nicht in meiner Kugel verstecken? Das ist unfair. Das verstehe ich nicht. Finde ich nicht gut.
Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, dass man sich nicht in seiner Schutzkugel verstecken darf. Das macht keinen Sinn. Also, das kann mir keiner erklären, oder? Finde ich nicht geil. Also, das hat mir jetzt den Sieg gekostet. Aber okay. Ah, cool. Dass nicht mal Ducken was bringt. Ist richtig geil. Wie auch immer ich da ausweichen soll. Ich kann eigentlich schon wieder neu starten, weil ihr seht ja, was hier los ist. Ich könnte natürlich jetzt auch gleich gucken, dass wir... Was ist jetzt? Keine Ahnung. Ich könnte auch gucken, dass wir gleich irgendwie einen anderen Primärgeist nehmen. Ein Primärgeist, der uns... irgendwie heilen kann oder so. Weiß ich nicht. Bruder, ich komme nicht ganz hinter diese Klone. Heilige Scheiße, Sirius. Ach, sind das jetzt drei Kyras gewesen? Also hätten wir diese drei Kugeln echt angreifen können? Das Schema habe ich jetzt gerade eben aber nicht gesehen, ehrlich gesagt. Oh Gott. Kann ich nichts gegen machen. Ich bin nur ausgewichen, also. Es ist unfair. Ist unfair. Kann man nichts gegen machen. Ne? Also von daher gesehen, nichts gegen zu machen. Naja. Ja, mal gucken, was für einen Charakter wir hier nutzen können. Ja, Riesenkämpfer bringt mir gar nichts, so. Scheiß drauf. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Halt einmal massiv, ja? Notfallheilung. Ist zwar scheiße noobig, aber juckt mich nicht. Gab es nicht aber einen anderen Charakter, der uns irgendwie geheilt hat? Ich weiß nicht, ich keine Ahnung. Gab es nicht noch einen anderen Charakter, der uns irgendwie healen konnte? Versuchen wir es mit der Fee. Versuchen wir es. Wobei, ich hätte auch noch einen anderen Geist nehmen können. Der mich hätte stärker machen können, von den Powerpunkten her. Ja, komm, wir versuchen es jetzt mal. Jo, jo, ist klar. Ja, 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 ist okay. Jo, alles klar. 30% mehr bekommen für nichts. Ist okay. Ich bin mal gespannt, wann ich meine Heilung bekomme. Habe ich jetzt gerade mal schon mal. Habe ich jetzt mal Heilung bekommen? Weil ich war eben auch bei 90%. Ich weiß es nicht. Ob ich die schon bekommen habe. Kann das sein? Ach, Sirius. Sterben Sie. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie das mit der Heilung war. Habe ich jetzt eine Heilung bekommen oder nicht?
Oh Gott. Was? Da kann ich doch nichts gegen machen. Warum wurde ich nicht auf die obere Plattform? Warum habe ich mich nicht, warum konnte ich mich da nicht draufstellen? Das ist unfair. Das ist unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, verstehe ich nicht. Ne? Muss man, glaube ich, nicht verstehen, oder? Warum man da nicht auf die Plattform draufkommt, obwohl man sie berührt hat. Aber okay. Ist in Ordnung. Ist okay. Ah ja. Oh Mann, ich fühle mich ja manchmal echt unfair behandelt. Wie, darf ich die Fee jetzt nicht einsetzen? Ah, ich glaube, ich darf 3-Sterne-Charakter hier nicht mehr einsetzen, oder was? Also, ja. Geil. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt muss doch hier irgendwie einen Heiler geben. Heilt dich einmal in größter Not. Okay. Setze ich das jetzt selber ein oder wird das automatisch eingesetzt? Ich weiß es nicht. Versuchen wir es mal mit Kapuriki. Da gibt es jedenfalls einen größeren Angriff. Also wir haben höhere Powerpunkte und so. Ja, da ist die Flasche. Ja, und ich will sie jetzt nicht einsetzen. Ach, sie läuft mir hinterher, die Flasche. Okay, alles klar. Solange sie nicht irgendwie automatisch gezogen wird oder so, soll alles okay sein. Da konntest du ja wenigstens ausweichen, ne? Aber gerade eben war Feierabend. Wir haben Kyra schon fast bei der Hälfte. Ja, jetzt haben wir sie gleich. Ja, ja, ja. Sehr schön. Wo ist meine Flasche? Wo ist meine Flasche? Bruder? Was ist das? Wo ist meine Flasche? Verstehe ich nicht. Ich habe sie nicht eingesetzt. Und größte Not war das jetzt auch nicht. Wo ist meine Flasche? Also ich fühle mich halt echt manchmal... Also ich verstehe das Spiel manchmal halt echt nicht, ne? So, wie wird die eingesetzt? Wird die automatisch eingesetzt? Das sind alles Fragen, die werden hier nicht beantwortet. Das finde ich echt richtig geil. Ja, gut. Kannst du nichts gegen machen, ne? Da kannst du doch nichts gegen machen. Ja, also... Wenn selbst Ausweichen nichts bringt, ne? Nichts zu machen. Und dann noch bei 86% rausgeflogen. Das macht sehr viel Sinn, Alter. Also ist die runtergefallen, die Flasche? Oder wie? Junge, ich check das nicht. Ist mir gerade eben runtergefallen. Das sind alles Fragen, die werden hier nicht beantwortet. Das ist richtig geil, Alter. Das ist richtig nice. Ja, natürlich trifft mich das Ding nochmal. Das ist wie das Ding despawnt irgendwann. Was ist das für ein Scheiß? Also das ist halt auch schlecht, ne? Halt dich einmal bei größter Not, aber despawnt nach einer Zeit. Ja, brauchst du eigentlich nicht mal... Brauchst du nicht mal probieren. Kannst du nichts gegen machen. Also bei so schlechten Items, bei so schlechten Subgeistern... Was willst du dagegen machen, ne? Was willst du dagegen machen? Aber okay. Da brauchst du auch nicht mehr mit so einer Scheiße zu kämpfen. Aber von daher gesehen, muss man sich die Heilung auch da nicht antun, oder? Aber okay. Ich weiß nicht, ich finde den Kampf, weiß ich nicht, wie ich den finden soll. Also erstmal die Tatsache mit dem Item. Dass irgendwann despawnst, so, egal ob du es aufhebst oder nicht. Das ist halt egal.
Dass sie spawnt dann irgendwann? So, was soll der Scheiß? Na, in Anführungsstrichen nur 25% Schaden bekommen. Ja, wir hätten da angreifen sollen. Die Kugel bleibt eine halbe Sekunde. Hast du natürlich direkt Chancen anzugreifen, Alter. Ist klar. Komm heran jetzt. Okay, das ist, glaube ich, hier die Dings gewesen. Hui für Trainerin. Ach komm. Oh nein. Kann ich nichts gegen machen. Es ist so unfair, Alter. Es ist so unfair, ey. Was soll ich dagegen machen? Wie sollst du denn da ausweichen, wenn keine einzige Plattform frei ist und selbst wenn ich in die Luft springe, bringt es mir nichts. Also von daher gesehen, nichts gegen zu machen. Hast du keine Chance. Gar keine Chance gegen. Überhaupt nicht. Das ist das unfairste Item hier im Kampf, was es gibt. Also das kann mir auch keiner erzählen dann. Ich habe ihr so gut Schaden gemacht, weißt du. Und ich, vor allem, ich finde es halt auch unfair. Eben im ersten Kampf haben wir irgendwie 140% gehabt oder so. Ja. Ja, natürlich. Ist klar. Im ersten Kampf hatten wir 140% gehabt, weißt du. Gut durchgehalten. Und jetzt auf einmal so 80% raus. Ist klar, ne? Wo ist der Bezug? Wo ist der Sinn? Ich glaube, der Kampf ist random. Der muss, glaube ich, keinen richtigen Sinn und Zweck haben, oder? Ich glaube, das macht den Kampf auch so ein bisschen aus, dass der random ist. Dass der halt so funktioniert, wie er mal Bock hat, ne? Ich glaube, so sieht das aus, ja. Aber okay. Komm, Junge. Kann ich nichts gegen machen. Bei so einem Auto-Aim kannst du nichts dagegen machen, dass du da rausfliegst, ne? Wie hätte ich mich da jetzt retten sollen? Wie hätte ich mich da jetzt retten sollen? Geht nicht, ne? Vor allem, dass meine Attacke auch vollkommen ignoriert wird, ne? Ich habe mein Smash seitlich gemacht, wird vollkommen ignoriert. Kyra ist halt wohl wichtiger oder so. Hat mehr Priorität, ist klar, ne? Kennt man auch. Macht vollkommen Sinn. Also man fühlt sich hier beim Kampf schon ein bisschen unfair behandelt, ne? Dass es hier nicht Gleichheit für alle Gegner gibt, sondern, nö, Kyra ist halt irgendwie stärker und trifft halt jeden Angriff und deiner ist dann irgendwie nichts mehr wert, ne? Mal ganz davon abgesehen, dass diese Smash-Ball, genau die Attacke hier, dass du dir von der irgendwie so schlecht ausweichen kannst, gerade in der zweiten Phase von Kyra, kannst du da nicht mehr ausweichen, es sei denn, du springst wahrscheinlich so 10 Sekunden vorher in die Luft und machst dann immer deine Rettungsattacke oder so. Natürlich. Klar. Das macht Sinn, ne? So, einfach auf den Gegner scheißen, direkt die Kugel angreifen, die ist wichtiger. So sieht's aus, jetzt spawnt sie hier unten. Und ist das natürlich auch richtig Gönjamin gewesen vom Spiel, dass der Charakter unten natürlich sterben musste und explodieren musste, sodass ich nicht irgendwie die Chance bekomme, Kyra anzugreifen. Ist klar, ne? Komm schon, ich hab sie gleich! Nice. Miststück. Also ich hoffe, das ist es gewesen, ne? Nicht, dass sie jetzt nochmal mit einer doppelten Schadensleiste hier ankommt.
Ja, das war's. Alles klar, Dankeschön. An sich ist der Kampf okay. Ja, ich finde ihn okay. Wird aber auch ein bisschen random und unfair. Gerade am Ende, wo du von diesen blauen Bällen, die halt in alle Richtungen explodieren, nicht ausweichen kannst. Ja, diese Smash-Bälle im Blau, du kannst von denen so nicht ausweichen. Gerade die zweite Phase ist halt so gut wie unmöglich. Ja. Und ansonsten diese fetten blauen Bälle, die dich auch verfolgen. Na, weiß ich nicht. Der Kampf ist okay. Er ist okay. Hat mir jetzt nicht so krass gefallen. Ich fand den Kampf gegen die Meisterhand irgendwie besser. Lol. Man kennt's. Okay, weitere Meisterhände kommen am kommen. Kyrie, die Essenz des Lichts war besiegt, nun Gebot der Finsternis, niemand mehr Einhalt. Da sieht das eklig aus. In Augenblicken war die Welt der Dunkelheit anheimgefallen. Mit Hilfe der versklavten Geister und Kämpfer fällt ein weiterer Widersacher über die Welt her. Das, die Essenz der Dunklen und des Chaos. Okay. Man kennt's. Okay. Und wir fallen einfach durch. Okay. Haben wir die Möglichkeit, immer rauszukommen? Oder müssen wir da jetzt drin bleiben? Das Land der Finsternis. Und da liegen wir. Okay. Ja, da sind wir also nun. In der nächsten Welt. Geil. Wie kommen wir wieder raus? Gibt es überhaupt wieder einen Weg nach draußen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich fände es cool, wenn ich wieder rauskommen dürfte. Und an sich würde ich auch sagen, dass ich hier das Let's Play auch eigentlich beenden würde, auch wenn ich das Spiel nicht beendet habe. Aber wisst ihr, ich habe halt irgendwie keinen Bock mehr. Muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, hier ist so der perfekte Zeitpunkt, das Ganze ad acta zu legen, zu beenden. Reicht doch dann irgendwann mal. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich würde schon an sich sagen, ich habe hier eigentlich gerade genug gesehen. Reicht mir gerade. Irgendwie. Ich weiß nicht. Vor allem, als wäre das halt nicht schon Spielstreckung genug. Bis Kyra zu kommen und sie dann zu besiegen, müssen wir jetzt noch eine weitere Welt machen. Und so wie ich wahrscheinlich den Entwickler kenne, kommt nach diesem Boss noch ein weiterer Boss. Und auch eine weitere Welt. So, als wäre das halt alles nicht genug gewesen, ne? Ich weiß nicht, das erstreckt sich mir zu heftig hier. Ich bin nicht motiviert, das hier zu beenden. Es tut mir leid. Ich habe eigentlich genug vom Spiel gesehen, um zu sagen... Warte mal kurz. Ah, hier werden wir... Ah, okay, perfekt. Alles klar, wir kommen in die reguläre Welt doch zurück. Nice. Okay. Aus irgendeinem Grund wurde der Bereich links von Kyra, also der ganze... Das Universum halt mit den Planeten...
wurde irgendwie freigeräumt, obwohl wir dort kein einziges Mal gewesen sind. Ist auch nicht schlecht. Ist gönnbar auf jeden Fall. Ja, moinsen. Ja, aber wisst ihr, ich weiß nicht. Ich fühle mich jetzt hier nicht mehr dazu genötigt, das Spiel noch weiterzuspielen. In meinem Ermessen habe ich es beendet. Ich war eh schon an sich seit Beginn an relativ unmotiviert, allzu viele Spielstunden hier reinzustecken. Das Spiel ist gut, so an sich. Mir gefällt der Modus auch irgendwo. Aber ich weiß nicht. Guckt doch eh keiner zu. Und wozu soll ich das Ganze hier noch strecken? Ich habe fast keinen Bock mehr darauf. Wozu soll ich das Let's Play noch weiter strecken? Wenn das Spiel eh schon genug gestreckt ist. Daher, weiß nicht, würde ich sagen, lassen wir das hier mal so sein. Ne? Alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn ich das Spiel jetzt nicht beendet habe. Vielleicht kommt noch irgendwann mal ein Part. Vielleicht denke ich mir in ein paar Stunden, ach komm, scheiß drauf, ich mach die Aufnahme weiter. Aber sollte im Thumbnail stehen, Ende, und im Titel, Ende, ist hier Ende. Alles klar. Der Modus ist wirklich okay. Ja, es ist okay, gut. Ich find's halt nur krass so, dass die Spielwelt eher an sich schon groß genug ist und dass dann nochmal mindestens sowieso noch eine weitere Welt kommt. Und ich mich frage so, ja, wozu? Hätte die eine große Welt nicht gereicht mit Kyra und dann nochmal einer stärkeren Form von Pyra, einem Extrakampf, hätte doch eigentlich gereicht. Stattdessen geht man hier nochmal auf so eine große Welt, die wahrscheinlich vom Umriss her fast genauso groß ist wie die ursprüngliche Welt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Sorry. Also dann, macht's gut, haut rein und ciao.